Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und plattgemacht Video für, ja, Januar ist das, ne? Ja, Januar. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video zeige ich dir einfach leere Produkte und erzähle dir ein bisschen was drüber, so eine kleine Review. Und ich finde, das ist eigentlich immer so die fundierteste Review, die man so geben kann hier auf YouTube, weil man hat das Produkt ja von vorne bis hinten aufgebraucht. Und das finde ich immer super wichtig. Es gibt auch Videos auf diesem Kanal, wo ich Produkte zeige, die nicht ganz aufgebraucht worden sind, aus bestimmten Gründen. Das sind dann so meine Flop-Videos. Flop aussortiert, die Clutter-Videos, die kommen auch monatlich oder teilweise sogar zweimal monatlich online, je nachdem, wie exzessiv ich mich so durchtesten konnte und wie viele Flops nun mal dabei waren. Ja, hier habe ich Produkte drin, von Kopf bis Fuß, dekorative Kosmetik, Pflege, ein bisschen was an, ja, random Produkte, so ein bisschen Raumbeduftung und so ist auch mit dabei. Und natürlich sind hier auch Kooperationsprodukte mit dabei. Heißt, ich habe hier auch ein paar Codes, die ich euch mit an die Hand geben kann. Genau, und ich habe hier unten Timestamps, da könnt ihr weiterhüpfen, falls euch eine ganz bestimmte Kategorie gerade nicht interessiert oder ganz besonders interessiert. Und ich starte immer mit meinen Haaren und ja, meine Haarroutine kann ich euch hier oben im E-Mail verlinken. Da habe ich das auch so ein bisschen mal ausführlich beschrieben, ne? Also quasi ein komplettes Video darüber gewidmet, weil die ist doch etwas ja, routiniert, tatsächlich aber ausgefallen, ne? Und da ist auch leergegangen von Kerastase das Genesis Burn Nutri Fortifiant Shampoo. Fand ich total klasse. Das ist so ein bisschen auch vom Duft her wie frisch vom Friseur. Habe ich hier auch drauf geschrieben. Fand ich total klasse. Also nicht nur vom Duft her, sondern auch vom Haargefühl her. Und ich habe ja sehr lange Haare, wobei die auch schon mal länger waren. Also mittlerweile sind die nippellang. Die waren vor einem Jahr ungefähr noch popolang und dann habe ich immer wieder angefangen, mir die selber zu schneiden. Ich traue mich nicht, die noch kürzer zu schneiden, weil eigentlich mag ich sie so, wie sie sind. Und ja, mit den aktuellen Produkten, die ich verwende, sind sie halt auch wirklich sehr griffig, sehr toll geworden. Also ich mag meine Haare. Mittlerweile sind die nicht mehr so fisselig. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, was ich euch sehr empfehlen kann, auch wenn das wirklich hochpreisig ist. Aber ich mochte das sehr gerne leiden. Das war sehr empfehlenswert. Als nächstes habe ich hier Vital Care Maschera Mango und Keratin. Das ist ein Produkt gewesen, so eine Haarmaske oder Haarkur, eine Einmalanwendung. Die habe ich von der lieben Nicole Nina Wien geschenkt gekriegt, als ich letztes Jahr tatsächlich eine sehr schwere Zeit hatte. Wir haben ja bei uns auch dieses Trashosaurus in der Gruppe, da sind wir 11 Mädels. Und da kann ich euch auch vielleicht mal, ich muss mal gucken, wie viele Videos ich euch, 5 insgesamt, ne, kann ich euch verlinken. Auf jeden Fall haben wir da so eine super Rotationsgeschichte. Aber wir haben uns da halt auch wirklich richtig angefreundet. Und wenn es uns nicht gut geht, dann schreiben wir das auch so in die WhatsApp-Gruppe mit rein. Wir bauen uns gegenseitig auf und so. Und das war halt kurz bevor ich meinen Job auch gekündigt habe. Und da habe ich halt auch reingeschrieben, wie furchtbar es mir geht. Und daraufhin hat sie mir ein wunderschönes Paket gepackt und zugeschickt. Und ja, das war super toll. Ich habe so geheult. Und ja, auf jeden Fall war diese Maske da drin. Und die hat mir ganz gut gefallen. Ganz toll, feuchtigkeitsspendend fand ich die. Und das brauche ich ja für meine Haare, denn ich wasche meine Haare ja täglich, einfach weil ich es gerne mag. Ich habe das auch schon mal versucht, dass ich jetzt irgendwie nur alle 2 Tage wasche oder so, ne? Kann ich nie haben. Da fühle ich mich nie wohl mit. Und ich finde, mit 32 Jahren darf ich selber entscheiden, wie häufig ich meine Haare wasche, ne? Und einfach so für dieses Gefühl mag ich das gerne täglich zu machen. Ich weiß, dass es nicht so super toll ist und dass dementsprechend auch so ein paar Probleme daraus resultieren können. Aber dessen bin ich mir bewusst. Und ja, ich pflege meine Haare trotzdem. Offensichtlich gefällt es denen ja auch, weil die sehen ja gut aus. Letztes Jahr, das habt ihr dann ja auch in dem Haarroutine-Video gesehen, habe ich auch eine Kooperation mit Pomelo und Co. gehabt. Ich weiß nicht, ob der Code Claudis Welt noch gilt. Also da gibt es immer fette Rabatte drauf. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Anfang von Januar habe ich ja, oder Ende Dezember, Anfang Januar so den Dreh, habe ich ja auch mein Aufgebrauch-Video für die Dezember-Produkte online gestellt. Da war kein einziges Haarprodukt drin, weil diese Pomelo und Co. Produkte, die ich aktuell auch in Anwendung habe, sehr ergiebig sind. Und das feiere ich einfach enorm. Das hier ist jetzt der Conditioner gewesen, Cosmic Shine Color Lock. Ich habe zwar keine gefärbten Haare, dennoch ist das eine ganz gute Geschichte gewesen. Meine Haare haben es gut vertragen. Und das ist auch die Reihe, die mir dort tatsächlich von Pomelo und Co. empfohlen worden ist. Und ja, die habe ich auch angewendet, die habe ich auch immer noch in Anwendung, also das Shampoo und
die Haarkur davon, ne? Und ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Da braucht man super wenig von und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann euch das wärmstens empfehlen. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber wenn man halt diese Rabatte anwendet, ist, was man auf jeden Fall bei diesen Influencer-Markengeschichten machen sollte, definitiv, dann ist es definitiv auch irgendwo erschwinglich, ne? Also, weiß ich nicht, dann ist es halt wie so ein hochpreisiges Shampoo oder hochpreisiges Haarpflegeprodukt, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie, ja, 30 Euro, sondern halt nur 15, weil man halt 50% Rabatt hat, das ist krass. Ich habe aber noch eine Haarkur aufgebraucht gehabt, die ich vorher schon angefangen hatte zu verwenden, dann aber in den Schrank gestellt habe, weil ich dann von Pomelo und Co. die Maske verwendet habe. Das ist aber so eine Maske, die man halt in das trockene Haar eingibt und dann muss es irgendwie so eine halbe Stunde einwirken. Manchmal habe ich es einfach verpeilt und wollte eben schnell duschen gehen und dann, ach Mist, heute ist ja Dienstag oder Freitag, Mist, eigentlich wollte ich doch eine Haarkur machen. Und dann habe ich halt wieder zu der gegriffen. Eine ganz tolle Geschichte. Garnier Fructis Volumen Watermelon Hair Food. Ich mag super gerne diese Hair Food Reihe. Da habe ich dieses Banana Hair Food schon zweimal von aufgebraucht und jetzt auch hier die Wassermelone. Das ist einfach ein Duft, Leute. Stehe ich drauf, ne? Ja, ist jetzt im Winter nicht unbedingt der präferierte Duft meines Nieschens, aber ich muss sagen, das ist einfach geil. Ne? Also den, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mir nochmal was davon nachkaufen wollen würde, also an Haarkuren, aktuell habe ich noch ziemlich viel im Backup, dann wäre sowas auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste. Weil das ist toll, du kannst es auch als Conditioner anwenden, du kannst es ja theoretisch als Leave-In anwenden. Da finde ich, dass meine Haare zu strähnig, zu fettig mit aussehen, aber als Haarkur, als, ne, und dann auswaschen, mega. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe hier so ein gelben Sack neben mir hängen. Da muss ich jetzt noch ein bisschen rumfummeln. Ja, jetzt sind wir mit den Haaren fertig. Dann geht es quasi eine Geschichte runter und zwar Gesichtspflege. Das ist für mich immer eine ganz wichtige Geschichte, denn ich ja, brauche für meine trockene, sensible Haut eine ganz bestimmte Pflege und da hat mir wirklich die ganze Reihe von Beautymates sehr geholfen. Es ist so, dass ich ja auch eine Kooperation mit Beautymates habe, da könnt ihr mit meinem Affiliate-Rabattcode Claudi30 30% sparen. Das ist auch so eine Geschichte. wendet auf jeden Fall immer diese Rabattcodes an. Trotzdem sind das Produkte, die wirklich auch im ja, erschwinglichen Bereich liegen. Die haben nämlich eine High-End-Qualität, was Pflege angeht, aber vom Preis her sind sie eigentlich so mittelmäßig und unterwegs, ne? Also es ist halt noch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ist aber kein Drogeriepreis in dem Sinne. Bei dieser Creme, das ist die Hyaluron Cream Lift 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Das ist eine Geschichte, die ich wirklich immer im Winter, im Spätherbst und im Frühling verwende, weil meine Haut da ganz besonders trocken ist und aufgrund von Kamin und Heizungsluft einfach alles bei mir wie Trockenpflaume ist. Das ist Wahnsinn und das hilft. Das ist nämlich mit Moringaöl, Mangobutter, also das ist ganz doll. Ziza ist da auch noch mit dabei. Ja, und Hyaluron halt, ist klar. Das heißt, du bekommst diese ganze Trockenheit aus dem Gesicht halt weg, ne? Also es juckt nicht mehr so. Es ist gut für sensible Haut geeignet, die ich ja auch habe und es hat eine ganz tolle Konsistenz. Das kannst du entweder solo anwenden oder du nimmst einen von diesen 9 verschiedenen Boostern oder so, die es mittlerweile gibt. Ich glaube, es gibt schon mehr als 9. Es gab mal 9, das habe ich mir mal irgendwann gemerkt. Ich verwende das aktuell immer mal wieder mit dem Selbstbräuner-Booster zum Beispiel gemischt. Dann habe ich auch super gerne diesen Pore-Minimizer-Booster. Der ist nämlich mit Niacinamid, den mag ich auch sehr gerne. Und ja, da kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, diesen Falten-Control. Den habe ich jetzt auch immer morgens in Anwendung. Der ist auch sehr empfehlenswert. Schaut da einfach mal vorbei, was euch so anspricht. Oder, also da könnt ihr euch dann quasi, wenn euch was anspricht, das im Set-Konfigurator zusammenstellen oder ihr lasst euch da quasi durch den Produktberater mal beraten, was für eure Haut so sinnvoll wäre. Und ich habe da eine ganz tolle Pflege mitgefunden. Du kannst es morgens oder abends und oder abends anwenden. Du kannst es super als Make-up-Grundlage, also als Primer-Ersatz verwenden. Also ich rede da immer wieder mir den Mund fusselig drüber, weil ich euch das immer wieder gerne empfehlen möchte, weil das eine tolle Geschichte ist, weil es halt auch irgendwie gut ist, ne? Also es ist halt eine Wirkstoffkosmetik, das ist ohne Rampampam, ohne PEGs, ohne Farbstoffe, ohne Parfümstoffe. Es ist, ich glaube, vegan und tierversuchsfrei sogar auch noch mit dabei. Das war ein Reim. Und ich feiere die halt hart. Deswegen zeige ich euch die immer wieder, finde die total klasse, war in meinen Jahresfavoriten drin, war super oft in meinen Monatsfavoriten drin, ist immer wieder im Aufgebraucht-Video drin und ich labere euch da immer wieder einen vor. So auch jetzt.
wie gesagt, schaut bei Beautymates vorbei. Mit Claudi30 kannst du dann nochmal ein bisschen was sparen. Und ja, Affiliate-Rabattcode, ne? Da verdiene ich eine kleine Provision dran. Alle Links dazu sind auch nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, kann ich euch auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen und finde die wirklich toll, die Produkte. Es ist trotzdem so, dass ich mich natürlich auch noch ein bisschen durchteste. Ich hatte ja durch die ganzen Adventskalender auch immer so kleine Pröbchen und sowas da. Da habe ich zum Beispiel für morgens mal eine Zeit lang von Sensai diese Cellular Performance Advanced Day Cream mit Lichtschutzfaktor 30 verwendet. Auch im Winter ist es super wichtig, dass du einen Lichtschutzfaktor aufträgst, weil Sonne macht, dass unsere Haut vorzeitig altert und ja, da kannst du nichts Besseres machen, als wirklich einen Lichtschutzfaktor aufzutragen und oder die Sonne zu meiden, klar, ne? Ich mochte das sehr, sehr gerne. Das hatte eine schöne Konsistenz, habe ich, wie gesagt, dann auch morgens aufgetragen. War sehr leicht, also ich persönlich hätte sie dann wahrscheinlich eher im Sommer gerne getragen. Ja, aber jetzt habe ich sie leer gemacht, da waren ja auch nur 4,6 Milliliter drin. Kann ich auch empfehlen, ist aber, glaube ich, auch etwas teurer. Das hier hatte ich auch im Adventskalender. Das war von der Idee her gut, von Jungglück die Hyaluron-Tagescreme. Ne? Wie gesagt, von der Idee her war das gut, aber da war auch im Adventskalender so ein Spatel mit dabei, weil du hast hier halt so ein Glasflakon, was ja nachhaltig ist und so weiter, aber du musst halt mit diesem Spatel hier immer reinfummeln und dir das Produkt rausfriemeln. Das war schon nervig, muss ich wirklich sagen. Und das ist halt bei allen Produkten, die dort im Adventskalender mit drin sind. Ne? Außer bei der Lippenpflege. Da war das nicht. Alle anderen haben halt wirklich dieses komische Verpackungsgedönsen gehabt. Ja, die hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Würde ich mir aber so wahrscheinlich eher weniger nachkaufen, weil ich die von Beautymates halt irgendwie besser finde. Also die funktioniert bei mir halt einfach richtig einwandfrei. Da muss ich nicht nachdenken. Mach die drauf, fertig ist die Laube, ne? Dann habe ich meine geliebte Clinique All About Eyes mal wieder leer gemacht. Das ist eine Augencreme, die ich einfach so geil finde. Ich habe das öfters mal und ich hatte das auch in letzter Zeit, dass ich auch öfters weinen musste und so, weil wir einen Trauerfall in der Familie von meinem Freund haben und aktuell auch so ein bisschen um meinen Opa bangen und so. Es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Und ja, da hilft mir dann tatsächlich so eine Pflege sehr gut, um einfach alles ein bisschen zu pflegen, ne? Um halt, ja, weil die Haut wird dadurch wund, wenn du weinst und keine Ahnung, weißt du Bescheid und ja. Ne? Deswegen war das auf jeden Fall ein gutes Produkt und es ist für mich irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber die Clinique All About Eyes ist für mich die beste Augencreme, die ich je getestet habe und immer wenn ich das Gefühl habe, dieses Ankommen oder irgendein No-Brainer-Produkt verwenden zu wollen, dann ist das ja auf jeden Fall mein No-Brainer für die Augen, wenn man das so definieren möchte. Den The Body Shop Adventskalender habe ich ja auch mit euch zusammen ausgepackt und da waren zwei Produkte drin, die ich jetzt auch leer gemacht habe. Zum einen habe ich hier diesen Vitamin E Toner. Vitamin E ist ja dieses Schönheitsvitamin, ne? Ja, Hydrating Toner. Gebe ich mir einfach nach der Gesichtsreinigung auf mein Gesicht auf und tape das ein oder wie auch immer ich da Bock drauf habe, ne? Und ja. Das bereitet halt das Gesicht auf die weiterfolgende Pflege vor, sagt dem Gesicht, hey, chill dich, gleich kommt Pflege, erschreck dich nicht über die ganzen mega geilen Inhaltsstoffe, die da gleich auf dich aufprasseln werden. Aber nee, es ist wirklich so eine gute Geschichte, auch so ein bisschen um diesen pH-Wert der Haut auszubalancieren und so weiter. Also da ist Toner per se sehr gut und der hier hat mir auch ganz gut gefallen. Der war von der Konsistenz her sehr, sehr flüssig, das sieht man hier unten auch noch ein bisschen in diesem Stritzchen, was ich noch drin gelassen habe und ja. Den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und den würde ich auch, wenn ich einen brauchen würde, nachkaufen, weil The Body Shop ja auch eine recht gute Marke ist. Ne? Die haben, glaube ich, recht viele Parfümstoffe, aber ich vertrage es auf jeden Fall. Da müssen vielleicht Leute aufpassen, die Probleme mit Parfümstoffen haben. Jo, aber bei mir hat es gut funktioniert. Das hier ist dieses The Body Shop Vitamin E Gentle Facial Wash. Ich mache ja Double Cleansing, das heißt, ich verwende erst, wenn ich mich so geschminkt habe, auf meiner trockenen Haut ein Cleansing Balm. Da kommen wir auch gleich noch zu, um das Make-up einmal aufzubrechen, dann sehe ich aus, als wäre ich gerade aus einer Mine, wo ich gerade Kohle abgebaut habe, aufgestiegen, weil alles halt vor allem mit der Mascara immer abgeht in meinem Gesicht wie ein Zäpfchen. Und unter der Dusche verwende ich dann einfach hier so ein Produkt oder einen Schaum oder sowas. Reinigungsschaum ist halt das, was ich persönlich am liebsten mag. Da kommt meine Haut am besten mit klar. Diese Reinigungsgele oder Reinigungslotions, das ist es ja viel mehr.
sind leider nicht ganz so meine Welt. Das war mild und hat auch gut gereinigt, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also es hat meine Haut jetzt nicht irgendwie irritiert oder so, weil das hat man ja auch öfters mal, wenn man Reiniger verwendet. Ne? Das hat eigentlich ganz, ganz gut getan, aber ja, wie gesagt, ich persönlich mag halt einfach lieber, wenn da so ein Reinigungsschaum aufs vom Gefühl her einfach, ne? Muss ich einfach zugeben. Aber trotzdem gutes Produkt. Ich glaube, von The Body Shop gibt es safe irgendwelche Reinigungsschäume, oder? Es gibt auf jeden Fall Reinigungsschäume, um die Überleitung mal ganz smooth zu machen, von Yepoda. Denn das ist ja die Marke, die mich dazu gebracht hat, auch überhaupt dieses Double Cleansing in meinen Reinigungsroutinen, Alltag, Dönsen mit einfließen zu lassen. Yepoda ist eine Marke, die sich in, die kommt aus Berlin, glaube ich, aus Deutschland. Und die hat K-Beauty nach Deutschland geholt quasi. Auch hier verwendet auf jeden Fall die Rabattcodes, die zur Verfügung gestellt werden. Ich habe jetzt keinen Affiliate-Rabattcode, sondern einfach nur generell, ne? Also mit Claudi kannst du aktuell 30% sparen. Und ich glaube, ab 1.2. wird er wieder zu Claudi 30, ist aber nach wie vor 30%. Frag nicht. Manchmal ist das so. Und ja, habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Genau, weil normalerweise kostet das Ding hier 49 Euro. Ne? Das ist nicht günstig, aber wenn man das in Relation setzt mit den anderen, der Konkurrent, sage ich jetzt einfach mal, ist es sogar fast schon günstiger. Geil ist hier halt auch mit dabei, dass du kein Rampampam dabei hast. Also auch wieder hier keine Farbstoffe, keine PEGs, kein Rampampam und so. Halt, ne, wisst ihr Bescheid. Und wirklich pflegende Inhaltsstoffe. Hier auch wieder Wirkstoffkosmetik, eine ganz angenehme Hautgeschichte für mich persönlich. Sensible, trockene Haut, da komme ich gut mit klar, weil das auch sehr, ja, pflegend ist. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich mich abschminke, dass ich einen Ölfilm auf dem Gesicht hätte. So nicht. Also wenn ich mich jetzt abschminke und das Gesicht einfach nur wasche, ohne danach noch einen Reiniger zu nehmen oder so, habe ich nicht dieses ölige Gefühl. Aber es ist nicht so furztrocken ausgetrocknet. Das ist eben das Gute bei diesen generellen Abschminkbombs und bei dem intensiv auch noch. Ne? Genau. Ja, was ist denn noch hier mit bei? Keine Tierversuche sind hier mit bei. Das ist vegan. Und wie gesagt, K-Beauty. Und das Ding heißt übrigens The Comb Bomb. Mega tolles, empfehlenswertes Produkt von Yepoda. Oder schaut, wie gesagt, da vorbei. Mag ich gerne leiden. Und hier haben wir, wie gesagt, eigentlich auch fast immer nur Glasverpackungen und der Deckel kommt dann bei mir tatsächlich auch einfach in den Plastikmüll. Bei dem Bereich der Ampullen und Masken sind wir nun angelangt und da zeige ich euch erstmal vier Ampullen, die ich aufgebraucht habe. Ich verwende gerne, nachdem ich abends geduscht habe und dann mein Gesicht einmal gereinigt, also unter der Dusche gereinigt habe und einen Toner aufgetragen habe, entweder eine Ampulle oder eine Maske, einfach um so ein bisschen Liebe in mein Gesicht zu geben und noch meine extra Portion Pflege zu haben. Da habe ich jetzt zum einen von M. Asan diese Resveratrol-Ampulle aufgebraucht. Da habe ich noch einige von, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil die halt sehr, also das ist eigentlich eher so Anti-Aging, ne? Aber bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich eine Haut habe, die gerade so am Eskalieren ist, so in der Erdbeerwoche oder so, kommt das immer ganz gut, weil das meine Haut beruhigt. Also da komme ich wirklich super mit zurecht. Kann ich euch auch sehr empfehlen, die Ampullen von M. Asam sind sehr gut. Also jedenfalls die Resveratrol, die ich jetzt bislang hatte. Ich glaube, Aqua Intense hatte ich auch schon mal. Die fand ich auch ganz schön. Dann habe ich auch ein bisschen was aus Adventskalendern wieder aufgebraucht, natürlich. Und zwar von Douglas habe ich hier einmal die Nutri-Focus. Das habe ich nachts, also musst du auch nachts verwenden, weil super ölhaltig, Ölbomber, wie hier drauf geschrieben läuft. Also halt sehr nährend, was ich aber halt jetzt sehr gut gebrauchen kann. Ne? Also danach, wenn ich so eine Ölbombe auf meinem Gesicht drauf habe, gebe ich auch nicht zusätzlich noch ein Serum oder ein Booster oder sowas drüber, sondern dann einfach die normale Nachtpflege und fertig ist die Laube, weil ansonsten würde man eine Überpflege machen. Das muss man halt dann auch einfach sehen, wenn man das Produkt verwendet. Saugt die Haut das auf, also ne, zieht die das so ein oder sagt die, ich bräuchte wohl noch ein bisschen was. Einfach immer drauf achten, gerade wenn es halt so Einmalanwendungsgeschichten sind. Die fand ich aber auch sehr schön und ja, ne, hat mir gut gefallen. Die hier fand ich auch ganz interessant, das ist die Douglas Skin Focus Collagen Use Geschichte, fand ich gut, leicht sticky, ich habe ich dachte gerade, ich hätte eine Ampulle vergessen, aber die steht hier noch, genau, also die war jetzt hier auch tatsächlich eher so für Anti-Aging, ne? Also für gegen Aging, genau, läuft bei ihr, ja, die fand ich gut.
Das, was hier halt immer so ist, wenn Ampullen dann leicht sticky sind, dann könnte es sogar gut sein, dass man die auch als Primer-Ersatz verwenden könnte. Das habe ich natürlich jetzt abends nicht ausgetestet, aber das ist, deswegen habe ich das mit dem Sticky draufgeschrieben. Immer so eine kleine, ne, Hintergrundgeschichte, was ich eigentlich ganz cool finde. Und gestern Abend habe ich nämlich aufgebraucht von Isana, diese Konzentrat-Zwei-Phasen-Pflege. Und die war sehr nährend, die war wirklich so aus zwei verschiedenen Phasen. Dann habe ich das so ein bisschen geschüttelt, auf meiner Handinnenfläche gegeben und dann auf dem Gesicht, Hals und Dekolleté verteilt. Das mache ich ja meistens mit diesen Ampullen, weil da ist immer recht viel Serum drin. Und ja, die hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde auch, meine Haut sieht heute gut aus. Mag ich gerne leiden. So viel zu ne, Langzeit, wie auch immer, aber ich habe ja auch gerade Make-up drauf, also ist schwierig, das dann zu beurteilen, aber ich finde schon, dass meine Haut sich verbessert hat, seitdem ich meine Routine auch so ein bisschen dem ganzen Heizungsgedönsen hier angepasst habe, ne? Okay, morgens ist es tatsächlich so, dass ich mich jetzt immer, ja, ich verwende sowohl morgens als auch abends Masken, denn ich mag das einfach so gerne, Leute. Ich mag gerne diesen Moment, wo ich eine Maske drauf habe und wo ich merke, dass mein Gesicht einfach, ach, das liebt es einfach, wirklich. Immer wieder aufpassen, nicht überpflegen. Das ist natürlich wichtig, ne? Also habt immer ein Auge auf euer Gesicht, aber ich mache das morgens jetzt immer so, dass ich einmal kurz mein Gesicht abwasche, dann mache ich mir unter die Augen entweder Augenpatches, habe ich so 60 Stück in einer Dose gedönst, ne? Oder hier von Mud Mask habe ich hier aufgebraucht, das Serum Infused Eye Mask gedönst, auch sehr, sehr schön, war mal in der Box mit drin, ist zum Nachkaufen echt ein bisschen teuer, aber es war schon sehr, sehr geil und also hat mir gut gefallen. Es hat wirklich diese Müdigkeitsgeschichten weggemacht. Ich sehe manchmal morgens echt zerknittert aus, Leute, ne? Weil ich bin Bauchschläferin und dann schlafe ich wirklich mit meinem Gesicht in dem Kissen drin und dann habe ich morgens halt so einen halben Kissenabdruck im Gesicht. Natürlich verschwindet der so oder so mit der Zeit, aber das hier hat schon geholfen, meine Augen ein bisschen frischer aussehen zu lassen, das alles abschwellen zu lassen und Rötungen verschwinden, dunkle Schatten verschwinden. Ist jetzt kein Wundermittel, aber es hat schon ganz gut getan, ne? Genau, das gebe ich mir dann einfach hier so unter den Augen auf, einfach ein Tröpfchen auf meinen Zeigefinger, dann habe ich das immer zwischen den beiden Zeigefingern verpappt und dann so unter die Augen gegeben. Das muss ja nicht dick sein, ne? Und kann ich euch empfehlen, wenn ihr das zu Hause habt, verwendet das, ne? Das ist schön. Und dann habe ich mir halt immer eine Gesichtsmaske aufgetragen. Da habe ich mir für jeden Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag halt, ne, so ein unterschiedliches Pöttchen hingestellt oder halt eine Tube. Und da habe ich halt auch drauf geachtet, dass ich dann, was ist das für ein Tag, wo ich das anwende, mache ich abends ein Peeling, habe ich am Abend davor ein Peeling gemacht und so. Und da habe ich jetzt heute Morgen die hier aufgebraucht und heute haben wir Samstag. Ja, morgen kommt das Video schon online. Alto Belli, ich muss noch ein bisschen mich ranhalten. Genau, und weil ich halt gestern Abend ein Peeling gemacht habe, musste heute dann eine nährende Maske als Gedönsen auf mein Gesicht, während ich mir die Zähne putze, ne? Und dann putze ich mir die Zähne und wenn ich mit dem Zähneputzen fertig bin, wasche ich mir das Gesicht halt ab und dann die ganzen Maskengeschichten runter. Und die hier hat mir gut gefallen. Die hat zwar sämtliche Tücher, mit denen ich das abgenommen habe, gelb verfärbt, weil da irgendwas drin ist, Kurkuma oder so ein Kram, ich weiß es nicht, irgendwas hat es auf jeden Fall gelb gemacht. Das ist von Yabe, Your Personal Glow, Feed Your Skin, Feed Your Mind. Das ist eine beruhigende und nährende Gesichtsmaske und da ist auch irgendwie ein Podcast mit dabei. Da habe ich aber ehrlich gesagt den Podcast nicht angehört, ne? Aber die hat gut getan. Die hat meine Haut schön genährt. Die war sehr dick. Also sehr, auch von der Konsistenz, wenn ich das so rausgedrückt habe, war das sehr wurstig. Und habe das dann auf mein Gesicht gegeben. Halt wirklich, als würde man quasi so eine Avocado nehmen, sie so drücken, ne? Wenn die halt recht reif sind. Und wenn du dann diese Konsistenz von diesem Avocado-Fleisch hast, so war diese Maske tatsächlich. Und dann quietschgelb eingefärbt, das sah echt immer übel aus. Aber gut, ich mochte die sehr gerne, würde mir die jetzt aber nicht unbedingt nachkaufen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann habe ich noch so eine nährende Geschichte leer gemacht. Das ist von Kiehl's, die Avocado Nourishing Hydration Mask. Die war mal irgendwo als Probe mit dabei, die fand ich auch toll. Wie eine echte Avocado, krümelig, aber nährend. Also auch hier, ne, wie quasi ein trockenes, ausgedrücktes Avocado-Fleisch. Ja, und sie war grün. Das fand ich auch sehr witzig, ne? Du sahst aus, als hättest du quasi deinen Kopf irgendwie irgendwo reingepackt. Okay, jetzt habe ich hier ein paar Gesichtsmasken, denn wie gesagt, abends ist
Face Mask Time. Das hier sind erstmal Augenpatches gewesen. Eigentlich kaufe ich mir persönlich nicht diese Augenpatches als Einmalanwendung. Ich hole die halt lieber entweder so wie dieses Gedöns in einer Tube oder halt in diesem Pöttchen, wenn du so 60 Stück drin hast, also 30 Anwendungen. Finde ich persönlich ein bisschen cooler. Aber wenn ich halt mal was zugeschickt bekomme oder wenn ich irgendwo in der Box was drin habe, verwende ich das halt auch. Ne? Hier habe ich jetzt von der lieben Nathalie mal in einem Tauschpaket die von Klapp drin gehabt. Das sind A Classic Hydrogel Eye Patches. Die fand ich ziemlich cool. Die haben nämlich nach außen hin so ein Vlies und die ziehen sich so richtig an der unteren Augenpartie fest. Also das hat echt, echt gut getan und das war auch wirklich, als ich die dann runtergenommen habe, so nach einer halben Stunde oder so, ne, alles sehr geplammt und gekühlt. Also sehr, sehr angenehm. Im Sommer packe ich Masken übrigens auch gerne mal so in den Kühlschrank rein oder so. Jetzt im Winter ist mir kalt genug, da brauche ich nicht auch noch meine Masken im Kühlschrank zu packen. Ne? Dann habe ich hier, ich glaube, das war auch genau von Nicole Nina Wien, habe ich ja eben schon von erzählt, Acti Mask Superfruit Hydrogel Eyes Contour Mask Anti-Fatigue, also Anti-Müdigkeit. Das war eine sehr trockene Superheldenmaske, die sehr gut klebte. Noch trockener als die Balea Q10. Also das ist natürlich auch sehr interessant. Die Balea Q10, ach so, das sind diese unteren Augenpatches, ne? Die sind ja wirklich sehr furztrocken, das stimmt wohl. Pflegeeffekt leider nur minimal sichtbar, ne? Ist halt so, aber es war halt so eine Superheldenmaske, die relativ fancy aussah. Kann man mal machen. So, meine absolute Lieblingsmaske ist von Dalton hier, diese blaue Hydrogelmaske. Ja, die gönnt man sich, ne? Das ist keine günstige Geschichte, die kostet 12,50 € pro Stück und da kann ich euch halt immer wieder empfehlen, das sagt auch die liebe Melli von Melloflori, von dem Kanal Melloflori, wenn ihr die verwendet und am nächsten Tag auch noch Zeit habt, euch eine Maske zu machen, faltet die vorsichtig zusammen, packt die wieder rein, verkrüppelt das unten mit dem Serum, was noch drin ist, um sie dann am nächsten Tag nochmal wieder verwenden zu können. Denn da ist echt so viel Serum drin. Eine geile Geschichte, die zieht sich richtig an eure Haut, die pflegt die Haut nachhaltig. Und das ist halt auch für mich wieder so ein Produkt aus der Kategorie No-Brainer. Wenn ich weiß, meine Haut eskaliert, meine Haut verträgt irgendwie gefühlt gerade gar nichts, das Ding. Und meine Haut freut sich wieder an Keks. Man kennt es, dass die Haut sich einen Keks freut. Ne? Ich hatte jetzt auch in der Box eine Maske mit drin, die der sehr, sehr ähnlich war. Und zwar ist es von Starskin VIP, The Gold Mask Revitalizing Luxury Biocellulose Face Mask. Ne? Die hat mir auch ganz gut gefallen, weil ich halt eben diese Arten von Masken sehr gerne mag. Und die war halt wirklich vergleichbar mit der von Dalton. Ich habe hier hinten einfach nur geil drauf geschrieben. Läuft, ne? Ja, mag ich. Dann habe ich hier, wo habe ich die hier? Entweder mal geschenkt gekriegt oder ich habe mir... Wow, draußen geht die Party ab. Oder ich habe mir die mal bei Action gekauft von Decree bei Dr. A.J. Sternheim. Oder die war mal in einem Adventskalender. Keine Ahnung. SOS Revitalizing Mask. Die war poren, verfeinernd und mattierend. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was ich ja normalerweise gerne bei Masken habe. Nämlich dieses Feuchtigkeitsspendende. Das war aber eine tolle Hydrogelmaske. Und hier steht hinten ganz genau drin, mit welchen Produkten, also mit welchen Inhaltsstoffen. Mit Rosenwasser, mit Glycerin, mit Niacinamid. Und was diese einzelnen Inhaltsstoffe auch bewirken sollen. Mit Panthenol und so. Ne? Fand ich schon ganz cool. Aber ich glaube, auch die ist nicht so günstig. Ne? Eine, die man aber in der Drogerie findet und die ich euch dann auch wirklich ebenfalls als No-Brainer empfehlen kann, habe ich hier. Das ist die, die ich mal von Marion auch geschenkt bekommen habe. Ne? Ja. Garnier Skin Active Hyaluron Shot Fresh Mix Tuchmaske. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum das getrennt ist. Und ne? Vielleicht, weil es einfach Spaß macht. Dass wenn man das dann knickt und hochdrückt und dann das Tuch mit dem Serum vermischt, das macht irgendwie Freude. Keine Ahnung. Dieses Do-It-Yourself-Gedönsen ist ja irgendwie total in. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich habe hier hinten ganz dick 1A draufgeschrieben und das zweimal eingekreist, weil ich die einfach gerne mag. Die pflegt intensiv, die macht halt schön Feuchtigkeit und das ist eigentlich so ein Produkt, da hatte ich auch schon mal die Vitamin C-Shot-Geschichte, die packe ich mir gerne in den Kühlschrank im Sommer, weil das halt richtig triefnass ist und wenn du das auf dem Gesicht hast im Sommer, oh, traumhaft. Und die kann man dann auch super morgens verwenden, nach so einer durchschwitzten Nacht oder so, wahnsinnig geil. Dann habe ich hier so ein bisschen was von Dr. Jart Plus auch aufgebraucht. Die hatte ich safe in Adventskalendern drin oder auch in den Boxen hier von Purish, da hatte ich auch welche mit dabei gehabt. Die gefallen mir immer sehr, sehr gut. Die sind halt so, ich weiß nicht, Dr. Jart, ist das nicht sogar Korean Beauty? Nee, USA. Ja gut, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte, weil die immer so
ganz besonders sind. Die haben irgendwie so eine Art Creme da noch mit drin oder so eine Lotion, ne, die halt wirklich toll das Gesicht pflegt. Das hier war jetzt die Soothing Hydra Solution, also im Prinzip beruhigend und hydratisierend. Und die war halt hauchdünn, tropfnass, sehr feuchtigkeitsspendend und ja, mit einem Duft wie Kräutertee. Gut, ne, stehe ich aktuell eh drauf, also von daher geiles Teil. Dann habe ich hier auch von Dr. Jart Plus die Vital Hydra Solution. Mag ich einfach gerne. Auch die wieder hauchdünn, pitchnass, Passform. Naja, es fehlen halt Schlitze. Die schneide ich mir dann halt immer irgendwo rein. Ne? Wenn das halt irgendwie so labbert oder so, mag ich nicht so gerne. Dann schneide ich hier ganz gerne rein, hier so ganz gerne. Und dann lappe ich das da alle durch die Gegend. Dann passt das schon, weil ich habe halt ein recht großes Gesicht. Da passt nicht alles so gut drauf. Dann habe ich manchmal meine Augen gefühlt hier so in der Mitte sitzen. Ja, die mag ich auf jeden Fall richtig gerne. Dann habe ich hier von Rodial die Pink Diamond Maske aufgebraucht und die fand ich auch super. Die war echt dünn und sehr angenehm und ja, ne, ist halt auch nichts Günstiges, aber ich habe halt dieses Luxusgedönsen, dass ich tatsächlich durch diese ganzen Beautyboxen mich auch so durchtesten kann. Und deswegen finde ich das immer ganz nice, wenn ich euch dann halt auch in Aufgebraucht-Videos meine Empfehlung und Empfehlung halt geben kann. Die hier von Shams, das sind diese Naturals Masken, finde ich auch ganz cool. Die sollte jetzt Hydratisierung und Glow geben. Eine Tuchmaske mit Feuchtigkeitsdepot fand ich auch ganz schön. Die war nicht ganz so nass, wie ich das normalerweise bei Masken liebe. Trotzdem fand ich die aber von der Pflege her gut. Und auch die habe ich von der lieben Marion mal geschenkt gekriegt. Ja. Die hier gab es, glaube ich, mal bei TK Maxx oder bei Action. Ich weiß nicht, beziehungsweise Beauty Pro, nee, da gab es auch mal bei Beauty Bay so einen Adventskalender von. Kann auch sein, dass es daher kommt, weiß ich nicht. Brightening Sheet Mask ist das gewesen mit Kollagen, Vitamin C und Aloe Vera. Alles sehr feuchtigkeitsspendend und pflegend von den Inhaltsstoffen. Das war wieder so eine richtig nasse Geschichte auf dem Gesicht, die war etwas dicker, aber trotzdem fand ich die toll, ne? Das hier sind jetzt die neuen von Action oder da gibt es immer mal wieder auch andere Designs. Aber diese Disney-Masken, die halt so klärend sein sollen, finde ich auch super. Die gefallen mir sehr gut. Natürlich hast du so ein Muster im Gesicht, ne? Da sollte man jetzt nicht unbedingt... Ach, kann man auch machen. Mal eben noch schnell die Mülltonne rausbringen oder so an die Straße stellen. Meine Nachbarn sagen da nicht mehr so viel. Die habe ich jetzt auch von Marion geschickt und geschenkt bekommen. Fand ich halt gut, ne? Weil die halt auch wirklich klärend ist und in der Erdbeerwoche verwende ich halt gerne solche Masken. Die hier habe ich von der lieben Nika bekommen, von Budni Julea Two Steps Serum und Tuchmaske mit Honig. Ich liebe es, Honig auf meinem Gesicht zu haben und die fand ich toll. Beruhigend mit leichtem Feuchtigkeitskick, das ist einfach etwas, was ich gerne mag. Und dann halt dieser Honiggedönsen Duft dabei. Honig ist ja auch ein ganz wichtiger und guter Inhaltsstoff, sowohl wenn man jetzt zum Beispiel Halsschmerzen hat, nehme ich immer Honig, einfach um das Ganze abschwellen zu lassen und zu beruhigen. Und das Gleiche wirkt natürlich auch auf dem Gesicht, ne? Also theoretisch Hausmittel, wenn du irgendwie eine fette Entzündung, fetten Pickel oder so hast, mach dir ein bisschen Honig drauf. Das hilft auch tierisch gut, ne? Sehr schön. Die hier hatte ich auch irgendwo. Die hatte ich im Stylevana Adventskalender, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5 Mal habe ich diese Maske leer gemacht. Ja, ich bin eskaliert. Von Pyeongchang Yule, die Calming Mask Pack Geschichte ist das gewesen. Die war halt echt schön feuchtigkeitsspendend. Etwas unförmig, fließ okay dick, habe ich drauf geschrieben. Aber wie gesagt, wenn die unförmig sind, dann schnibbel ich mir die zurecht. Beruhigend und leichter Photoshop-Effekt. Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Wow. Dann habe ich hier von Isana die Hydrogelmaske Glow and Shine leer gemacht oder aufgebraucht, verwendet, wie auch immer. Ja, die war nicht ganz so geil. Die habe ich von der lieben Melli geschenkt gekriegt. Die hat mir nämlich einen wundervollen Adventskalender dieses Jahr gestaltet. Also vielen, vielen Dank nochmal. Die hatte einen sehr, sehr doofen Sitz, weil die halt zu groß war bei meinem Gesicht. Das soll schon was heißen. Und sehr rutschig. Das heißt, man muss dann immer zusehen, weil gerade waren es ja auch zwei verschiedene Teile vom Gesicht her, ne? Dass sie richtig überlappen, dass sie sich auch gegenseitig festhalten. Und leider hat sie nicht so wirklich eine Wirkung auf meinem Gesicht gezeigt. Das, was sie natürlich gemacht hat, ist, dass sie gekühlt hat, dass sie dieses angenehme Me-Time-Gefühl vermittelt hat, was Tuchmasken ja vor allem auch machen. Ne? Aber ich hatte jetzt nicht so diesen Mega-Effekt danach, dass ich jetzt irgendwie mega den Glow, mega die Hydratisierung im Gesicht gespürt hätte. Schade Schokolade. Dann habe ich hier auch noch das, ich glaube, Pendant dazu, ne? Von Balea, die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Rosenwasser und Hyaluron. Hier geht es ähnlich, also hier haben wir auch wieder eine glänzende Rutschpartie gehabt, habe ich drauf geschrieben, mit einer ja okay Feuchtigkeit.
Ja, das ist halt bei den Drogeriemasken. Manche haben halt schon eine ordentliche Wirkung, wie zum Beispiel die von Garnier oder die von Schäbens, ne? Bei den Isana, Balea und so ist es halt immer ein bisschen ein Glücksspiel. Manche sind richtig, richtig geil und manche sind so, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann habe ich hier noch von The Body Shop die Drops of Youth, die Youth Concentrate Sheet Maske. Und die fand ich leider nur okay. Die hatte ich im Adventskalender mit drin. Und das ist halt auch wieder ein Produkt, was nicht ganz so günstig ist. Und dann erwartet man halt schon, wenn das Produkte sind, die etwas hochpreisiger sind, dass die auch eine Wirkung zeigen, ne? Das ist immer so mein Ding. So, dann trinke ich mir noch ein Schlückchen und dann kommen wir jetzt mal zum Thema Make-up. Also Schminke. Auch dieses Jahr bewahre ich wieder meine komplette dekorative Kosmetik auf, um euch dann am Jahresende wieder zu zeigen, was ich so übers Jahr aufgebraucht habe, was leer gegangen ist. Bei mir ist es schwer, dass wirklich Schminke leer geht, weil ich ja tatsächlich sehr viel ausprobiere für euch und mit euch zusammen, ne? Und dann halt immer mal wieder gefühlt 5 verschiedene Foundations in der Woche verwende und dann natürlich nicht täglich die gleiche Foundation verwende. Und wenn dann mal was leer geht, bin ich immer sehr stolz auf mich, weil das zeigt auch, dass ich das Produkt wirklich gerne mochte. Ich habe hier immer so meinen Schminktisch stehen, wo ich dann auch immer die Produkte verwende, ne? Heute zum Beispiel habe ich mich mit meinen Produkten geschminkt, die ich so in meiner Daily-Routine-Geschichte drin habe, also nicht explizit für ein Video. Und da habe ich zuallererst leer gemacht den Primer von Essence, Hello Good Stuff Primer Serum, Hydrate and Plump mit Blaubeere und Squalan. So ein geiles Zeug kann ich euch supermäßig empfehlen. Das ist sehr leicht auf der Haut, aber du gibst dir dann eine Pipette von aufs Gesicht, massierst das schön ein und die Haut, also bei mir trockene Haut, ne, zieht das schön ein, ist aber trotzdem schön gepflegt und darauf vorbereitet, auf das, was dann kommt, nämlich die Foundation. Sehr beruhigend, sehr angenehm, sehr, 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 sehr guter Primer. Kannst du auch als generelles Serum verwenden. Ich habe es halt wirklich als Primer verwendet. Und darüber habe ich mir auch heute wieder aufgegeben. War auch genauso wie der Primer in meinen Jahresfavoriten mit drin. Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Und die habe ich hier in der Farbe 010 Light Beige. Ihr seht die Farbe in meinem Gesicht. Das war jetzt hier nur eine kleine Größe von 10 Millilitern oder so. Ja, das war mal so eine Special Edition, dass es halt in so kleinen Verpackungen rausgekommen ist. Und das finde ich einfach wunderschön. Also eine schöne Farbe, die mir jetzt gerade im Winter richtig gut gepasst hat und die so mit dem Gesicht verschmilzt, ne? Ihr seht das ja auch, dass es aussieht wie Haut. Es sieht so natürlich aus. Es sieht nicht crusty aus. Ich fühle mich damit auch wohl. Und ja, ne? Die Maske hat es natürlich gefressen, muss man sagen. Ist klar. Da kann man auch noch so viel Puder drüber geben und Fixing Spray. Also, ne? Bei mir ist da leider Hopfen und Malz verloren, aber das ist nicht schlimm. Dann nehme ich nämlich das Schwämmchen, was ich morgens zum Schminken verwendet habe, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann gehe ich an diesen kritischen Stellen einmal so ein bisschen entlang und ist dann wieder quasi so ein kleiner Fresh-up. Geht das? Touch-up nennt sich das, ne? Ja. Dann habe ich aufgebraucht 2 Seifengeschichten. Ja, damit wasche ich meine Pinsel halt, ne? Meine Pinsel und Schwämmchen und so. Und ich kann euch halt wirklich empfehlen, euch einfach normale Seifen zu nehmen. Eine Seite habe ich leer gemacht übrigens nur. Das andere sind Wipes. Genau, weil kostet nicht die Welt, macht die Pinsel sehr gut sauber. Und wenn man irgendwie diese Balea-Duschöl und so funktioniert bei mir nicht, das macht mir die Pinsel wirklich kaputt. Und nee, da mag ich lieber generelle Seifen. Das funktioniert ganz gut. Da habe ich einmal von Hanf Natur die Hanföl-sanfte Seife verwendet. Die habe ich jetzt aktuell quasi in Anwendung und die mag ich richtig gerne. Die kann ich euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen, weil die einen angenehmen, nicht wirklich vorhandenen Duft hat. Also die kannst du natürlich, ne, wie gesagt, als Handseife auch verwenden. Bei mir hauptsächlich für die Pinsel. Und das pflegt irgendwie die Pinsel auch ein Stück weit mit, ohne dass sie dann so schmierig werden. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich finde die gut. Dann habe ich hier von Sephora, weil im Adventskalender würde ich mir nie selber kaufen, diese Coconut Water Cleansing Wipes aufgebraucht. Die habe ich hier am Schminktisch stehen. Wenn ich sowas halt irgendwo in Boxen drin habe oder in Adventskalendern oder so, dann verwende ich die. Aber ich würde die nicht aktiv kaufen. Und ich verwende die auch nicht, um mich abzuschminken, sondern um zum Beispiel hier am Schminktisch mal eben schnell Swatches zu entfernen. Oder wenn ich jetzt irgendwie in einem Unboxing bin und dann einen krassen Lippenstift drauf habe und nicht mal eben so mit der Hand und mit dem mit der Hose nachhelfen kann. Das ist normalerweise so mein Move. Dann nehme ich halt so einen Cleansing Wipe und mache dann hier meinen Lippenkram sauber und swatch dann auf den Lippen meinen Lippenstift so, ne, den neuen. Genau. Aber ansonsten würde ich die jetzt so nicht verwenden oder kaufen. Da gibt es halt viel andere, bessere, hautfreundlichere Möglichkeiten, als es halt mit so einem Cleansing Wipe zu machen.
Dann habe ich aufgebraucht einen Lippenpflegestift, das ist von Sephora, der Watermelon Lip Balm, der war mal auch irgendwo in der Box im Adventskalender, keine Ahnung, mit drin. Der hat auch einen leichten Tint mitgegeben, der war auch so leicht rosa und ja, hat mir ganz gut gefallen. Ich habe den für morgens, nachdem ich mein Gesicht eingecremt habe, in meinem Schminkschrank stehen gehabt und jetzt ist er halt leer und aufgebraucht und jetzt habe ich ein Lippenöl mal dahingestellt. Ich liebe Lippenöle. Dann habe ich ein bisschen, ja, das ist halt im Prinzip, diese Grande Brow-Geschichte ist für mich eine Vorbereitung für dekorative Kosmetik und fällt für mich deswegen in den Bereich dekorative Kosmetik mit rein. Ja, auf jeden Fall ist das ein Brow Enhancing Serum, das bekommt ihr eigentlich bei Purish, aber da ist aktuell alles out of stock, was Grande Brow und Grande Lash angeht. Ihr bekommt es aber auch bei Sephora, ihr bekommt es bei Amazon. Ich setze euch da mal diverse Links unten in die Infobox. Schaut da gerne vorbei. Da könnt ihr auch immer wieder sparen, sowohl bei hier bei Purish mit Claudies Welt 15 mit meinem Rabattcode. Bei Sephora könnt ihr über eGral Punkte sammeln und Cashback bekommen. Und ja, bei Amazon gibt es immer mal wieder gute Angebote. Da hatte ich letztens zum Beispiel, dass ich mir Grande Lash für 35 Euro anstatt von 65 dort kaufen konnte und habe mir einen Keks gefreut und mich nachher geärgert, dass ich nochmal 5 davon nachgekauft habe. Bei Grande Brow und Grande Lash ist immer das Wichtige, dass ihr bedenken müsst, dass es mit Hormonen ist, also nicht in Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden. Und ja, das ist auf jeden Fall für die Augenbrauen gewesen. Ich habe, ja, Augenbrauen. Die sind halt nicht wirklich da, weil ich A, genetisch bedingt eigentlich gar keine Augenbrauen habe. So ein bisschen was von meiner Mama ist bei mir mit drin. Die hat sehr ausgeprägte Augenbrauen. Die Familie von meinem Papa hat größtenteils ungefähr gar keine Augenbrauen. Das ist echt hardcore. Deswegen bin ich froh, dass ich überhaupt ein bisschen was habe. Zudem habe ich angefangen in den 2000ern, als ich halt ein Teenager war, hier immer in der Mitte zu zupfen und bin dann immer zu weit nach außen gegangen, sodass meine Augenbrauen halt irgendwann echt nur noch krüppelig waren. Mittlerweile erholt sich das so langsam, aber man kann halt auch nichts erzwingen. Ich möchte mir auch nicht irgendwie die Augenbrauen pigmentieren lassen oder, wie mir vorgeschlagen wurde, sie abrasieren und immer neu zeichnen. Vergiss es. Ich möchte mich auch ungeschminkt gerne im Spiegel angucken möchten. Also das ist echt Wahnsinn, was man teilweise für Ratschläge bekommt, Leute. Ich sage euch das. Auf jeden Fall, ja, ist das ein cooles Produkt, was mir auf jeden Fall hilft, denn es verlängert die Wachstumsphasen der Härchen. Ne? Das ist eben das Wichtige. Und ja, deswegen habe ich echt lange Augenbrauen, Haare mittlerweile und es wird halt auch angeregt. Also ich habe wirklich für meine Verhältnisse mittlerweile krass gute Augenbrauen gekriegt. Eine Mascara, die ich klasse finde, ist von Tati Maneater Mascara. Die hat so ein sehr trockenes Bürstchen mittlerweile. So ein Gummibürstchen, was halt sehr dick ist. Das ist so ähnlich wie von MAC 3D Dimension Mascara. Ne? Ich mag das. Also macht bei mir schon Wawawoom Lashes. Es macht eine Trennung der Wimpern, aber es lässt sich auch aufbauen, um dann halt eine gewisse Fülle reinzubringen. Meine Wimpern bekommen Schwung und ja, mochte ich gerne leiden, kann ich euch sehr empfehlen. Und ein Parfum habe ich auch noch aufgebraucht. Elizabeth Arden White Tea. Da habe ich die Richtung Wild Rose aufgebraucht. Das war auch ganz schön. Also hat nicht allzu lange gehalten, aber das hat so einen, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, so einen frischen Duft auf mich gegeben. Und das hat mir gut getan. Und es war nicht so, dass wenn ich dann im Auto gesessen habe und mich selber gerochen habe, Kopfschmerzen bekommen habe, sondern es war einfach angenehm. Ne? Schöner Duft würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen, weil er dann für mich persönlich schon zu schnell verflogen ist. Ja, genau. Dekorative Kosmetik wird dann, wie gesagt, separat nochmal weggeräumt. Und ja, dann trinken wir uns jetzt noch ein Schlückchen. Also denkt an, was zu trinken, Leute. Ist immer wichtig. Und dann geht es gleich weiter mit dem Körper. Zuallererst gehen wir zu Körper sauber. Da habe ich natürlich ein Deo aufgebraucht. Natürlich ist gut. Es war so ein Deo-Stick, was ich abends verwendet habe von Respire. Hatte ich in der Beautybox mit drin. Würde ich mir auch so nicht nachkaufen. Weil ich es doch irgendwie blöd finde. Ich weiß nicht warum. Da, also dieses Produkt, ne, das war nämlich sehr hart und ich weiß es nicht. Ich komme da noch nicht so ganz mit auf einen grünen Zweig. Ich habe noch nicht das feste Deo für mich entdeckt, wo ich sage, Mensch, mega geiler No-Brainer. Ja, das Wort No-Brainer zieht sich so ein bisschen durch. Das wird sich auch das ganze Jahr durchziehen, weil vielleicht mache ich irgendwann mal ein meine No-Brainer-Video. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier kein Nachkaufprodukt, weil das echt bretthart war und man möchte irgendwie nicht die Achsel halb abschrubben, finde ich. Dann habe ich in unserem Adventskalender von den Zuckerpuppen von der lieben Dani ein selbstgemachtes
Körperpeeling oder Duschpeeling drin gehabt. Oh mein Gott, sie hat hier eigentlich Düfte vereint oder Produkte drin vereint, die ich nicht mag. Also Kokosöl, ne, was auch einen leichten Kokosduft hat, was nicht meine Welt ist, und Zitronenschalen, wodurch das Ganze natürlich etwas zitronig gerochen hat. Was aber der Unterschied zu anderen Produkten ist, wo ich Kokos und Zitrone drin verteufel, ist, dass das hier so dermaßen natürlich gerochen hat und so ein geiles Produkt auf der Haut war. Meine Herren, habe ich das gefeiert. Das war, also ihr könnt es nicht nachkaufen. Ich kann ja mal Dani fragen, ob ich ihr Rezept irgendwie bekommen kann. Es war total genial. Es war halt ein Zuckerpeeling. Und das hat die Haut halt so richtig gepflegt. Die Dusche sah danach aus wie Sau. Ja, ist klar. Mein Freund hat mich auch dann irgendwann mal gefragt, sag mal, warum liegen hier überall eigentlich immer so gelbe Viecher drin? Ja, das waren dann die Zitronenschalen, ne? Ja, also ich fand es total klasse und ja, es war schön. Meine Puppen genießt und staut Zitronen-Kokosöl-Peeling. So, so, so geil. Ich glaube, das war sogar eine 1 drin oder so. Weiß ich nicht. Fand ich auf jeden Fall bombastisch. Mega. Ein anderes Peeling, was ich aufgebraucht habe, ist von Vandini, das Body Zuckerpeeling Sugar Scrub mit Avocadoöl. Das fand ich sehr, sehr gut, hat mir echt gut gefallen. Es stößt noch nicht, das von Kneipp oder von da vom Thron, die beiden finde ich nach wie vor noch ein bisschen besser als das hier. Aber es war schon sehr empfehlenswert. Also ich mochte auch diese Verpackung, die fand ich irgendwie einfach hübsch unter der Dusche, mochte ich gerne leiden. Und ja, ne, ist halt Plastik, ja, aber es sah irgendwie hübsch aus. Und es hat gut gerochen. Ja, das ist Rose halt, ne? Ich mag Rose. Ja, okay, geduscht habe ich natürlich auch das ein oder andere Mal, sodass da auch ein paar Duschprodukte leer geworden sind. Da habe ich zum einen Creamy Mandarin, ein cremiger Duschschaum. Der hat gerochen, wie heißt dieses Eis? Dieses getwister, heißt das Twister einfach? Ne, was man halt so hochschieben kann. Du hast dann hier so ein Plastikvieh und dann kannst du von unten mit dem Stab das hochschieben. Das gibt es in Rosa und das gibt es auch in Orange. Und in Orange riecht das so wie dieser Duschschaum. Ja, es sollte ja eigentlich süße oder creamy Mandarin sein, aber das hat irgendwie auch einen Hauch von Orange mit dabei gehabt. Also ich wurde so dermaßen in meine Kindheit und an alle möglichen Zoobesuche erinnert, weil da habe ich dieses Eis immer bestellt bekommen von meinen Eltern. Und ich fand es so lecker. Also richtig toll. Oh, den Duft mag ich einfach gerne, ne? Also es kann zu viel werden, weil diese Bilou-Schäume sind immer sehr intensiv, ne? Also du hast da richtig Parfümstoffe ohne Ende unter der Dusche. Aber ich fand das schon geil, muss ich sagen. Ja, jemand, der da halt auch so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen hat, neben Rituals, ist auch Douglas. Und hier hat Douglas mit der Homespa-Reihe auch dieses Rituals auf irgendwas quasi adaptiert. Das ist jetzt Mystery of Hammam. Ich weiß jetzt nicht, an wen das erinnern soll. Rose and Argan Oil. Und das war tatsächlich ein Gel, was da rausgekommen ist, was dann mit Hautkontakt aufgeschäumt ist. Das muss man halt bedenken, ne? Also du musst es eigentlich nicht schütteln, du machst dir das in die Hand und gibst sie auch nur ein bisschen in die Hand, weil wenn du es dann auf den Körper gibst, dann geht die Party ab und hast richtig schönen Schaum. Ich mag das lieber, wenn direkt Schaum hier rauskommt, aber gut, sei es drum, hat mir trotzdem gut gefallen. Ich fand das leider zu schnell leer, genau, trauriger Smiley dahinter, aber geil. Also der Duft hat mir richtig gut gefallen, klar, Rose ist wieder voll mein Ding. Süße, ne? Ich weiß nicht, also Sakura ist das ja nicht. An welchen soll denn dieses Mystery of Hammam erinnern? Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal nachlesen. Aber ich glaube, preistechnisch liegen die relativ ähnlich mittlerweile auf, ne? Ja, einfach etwas, was in der Beautybox offen gegangen ist und weswegen ich das dann weiterverwendet habe, ist hier dieses Koishi Vanilla. Das habe ich ja schon einmal aufgebraucht. Was ich auch okay in der Weihnachtszeit und so weiter fand, weil es ein vanilliger, süßlicher Duft war. Ich fand es jetzt aber nicht so endgeil. Also ich habe das gerne unter der Dusche, dass ich dieses Wow-Gefühl habe und dieses ich stehe unter einem Wasserfall und dusche mich. Ne? So, das ist, so will ich mich fühlen tatsächlich. Ja, es war okay. Ich würde es jetzt nicht nachkaufen, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich eher bei anderen Produkten unterwegs. Aber es war halt okay. Hat sauber gemacht. Kannst du dich nicht beschweren, Claudinchen. Dann habe ich ein bisschen was für meine Mumu leer gemacht, denn die wird separat mit einem anderen Waschgel gewaschen, weil ja, da sollte man am besten etwas verwenden, was nicht wirklich Parfümstoffe hat. Da gibt es auch extra Produkte für. Zum Beispiel habe ich hier von Organi Cup Organi Wash leer gemacht. Ja, das war irgendwo mal mit dabei. Habe ich mich gefreut. Ich glaube, in der Box war das mit dabei. Hat mir ganz gut gefallen, aber es ging halt super schnell leer. Ne? Etwas, was ich halt nachkaufen werde, würde, wie auch immer, ist hier von CD die Wohlfühl Intim Waschlotion. Wobei ich da auch sagen muss, dass mir die von Nivea noch ein bisschen besser gefällt. Diese Nivea Intimio oder wie das heißt. Trotzdem fand ich die schön. Es war jetzt nicht so, dass meine Mumu nach Cranberry geduftet hätte. Nö, das hat einfach nach nichts gerochen. Ne? Das war halt angenehm, hat gut geholfen, gut getan.
sauber gemacht. Ja, so. Der Körper ist sauber, wir können ihn eincremen. Ich habe immer so Handcremes bei mir am Bett stehen. Ich habe Handcremes bei mir auch in der Handtasche mit drin. Und vor allem verwende ich Handcremes an meinem Bett. Jeden Abend. Da habe ich 2 von L'Occitane leer gemacht. Die war richtig toll. Rose Handcream. Ist klar, dass ich die gerne mochte, ne? Mhm. Fand ich toll. Würde ich nachkaufen. Kann ich empfehlen. Hat schön gepflegt. Hat einen angenehmen Duft gehabt. Die hier war gewöhnungsbedürftig vom Duft her. Ist nicht ganz so meine Welt. Das ist die mit 25% Shea Butter Very Dry Skin Intense Hand Balm. Die war schön von der Pflege her. Aber die hat halt echt nach Shea Butter Duft gerochen, nach unparfümiertem Shea Butter Duft. Ne? Ist natürlich gut, wenn du nicht überall Parfümstoff und sowas drin hast. Aber manchmal stinkert das schon. Ne? Wenn ich dann halt so ich schlafe auf dem Bauch dann ein, ne? Dann habe ich meine Hand auch irgendwie so, ich rieche ja meine Hand. Und dann will ich nicht, dass sie stinkt. Etwas, was halt nicht gestunken hat, ist diese Fußcreme von O'Keefe, ist die Healthy Feet Bla. Ja, moin. Granted Lindering, da gibt es sowohl die hier als auch die in den Pöttchen. Die fand ich top, die fand ich echt klasse. Die hat nicht so klassisch nach Fußcreme gerochen. Die hat sehr schön meine Haut gepflegt und hat meinen Füßen echt gut gefallen. Hat ein bisschen gedauert, bis die eingezogen ist, was nicht schlimm ist. Denn abends nach dem Duschen mache ich die Fußcreme drauf, dann ziehe ich mir dicke Socken an. Und dann laufe ich eh noch 5 Milliarden Stunden durch die Gegend. Also hat die Fußcreme noch genug Zeit, um einzuziehen. Aber die Füße werden dadurch richtig schön weich. Richtig toll. Und das mache ich einfach, mag ich einfach gerne leiden, ne? Auch mein Körper ist ordentlich eingecremt worden und da habe ich mich jetzt auch mal wieder so ein bisschen auf diese kleinen Größen spezialisiert. Ja, sind wir wieder bei Vilou. Pink Sparkle Schaumlotion, pflegender Cremeschaum. Also der war schon vom Duft her fast schon zu süß, fast schon zu intensiv. Trotzdem war der halt gut pflegend und so, ne? Jetzt gerade mag ich den gerne riechen, aber wenn du den jeden Abend riechst, dann hast du irgendwann auch keinen Spaß mehr dran und ist halt gut eingezogen. Mochte ich gerne leiden, doch. Dann habe ich hier von Thierry Mugler das Angel als Bodylotion leer gemacht. Das mochte ich gerne vom Duft her. Heftiger Duft, aber erstaunlich pflegend. Fand ich echt gut. Also wirklich sehr intensiver Duft. Ne? Du hast es drauf gemacht und ich habe halt wirklich die ganze Nacht nach diesem Parfum gerochen. Und ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Mein Freund hat sich auch nicht beschwert. Also scheint das auch in Ordnung gewesen zu sein. Ja, schön. Das hier fand ich auch gut. Und zwar von Barnengen Oil Intense Bodylotion. Da hast du ja schon eine ordentliche Pflege mit dabei gehabt, einen blöden Applikator, also das Produkt hier rauszukriegen war nicht leicht, weil das ja sehr fest ist, ne? Trotzdem cool, dass er hier oben so ein Aufmachvieh hat. Genau, das mochte ich gerne leiden. Ja, mochte ich, kann ich empfehlen, würde ich mir vielleicht sogar nachkaufen, gerade für den Winter und Schienbeine und so ist es ganz geil. Das ist ein Produkt, was eigentlich so entweder direkt an Weihnachten gut ist oder im Hochsommer, weil es ja diesen orangigen Duft hat. Ich mag eigentlich nicht so gerne die zitrischen Düfte, aber dieses Rituals of Meer von Rituals, ja, genau, gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Loving Body Cream mit Sweet Orange und Zedernholz, also Cedarwood, auch das sehr, sehr intensiver Duft. Aber schöne Pflege, angenehm auf der Haut, wirklich langfristig pflegend. Du merkst am nächsten Morgen, dass du dich eingecremt hast. Mag ich schon gerne leiden. Bevor ich meine Bodycream auftrage, pflege ich immer noch einzelne Partien meines Körpers. Bei den Füßen waren wir ja schon eben, ne? Die kriegen eine extra Portion Pflege. Aber bevor ich halt, wie gesagt, die Bodylotion drauf mache, kriegen meine Beine, meine Oberschenkelinnenseiten und Außenseiten mittlerweile auch, also im Prinzip von Knie bis Poppes, eine eigene Pflege. Genauso auch meine Mumu und meine Hupis. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass es meinem Körper gut tut. Und da fangen wir doch einfach mal an bei meinen Hupis. Da habe ich einmal The Body Shop Drops of Youth leer gemacht. Das ist eigentlich immer so, wenn ich sowas im Gesicht anwende und merke, dass da keine große Pflege ist. Geht eine Etage tiefer, so ist es denen auch ergangen. Wie gesagt, im Gesicht nicht wirklich so die größte Pflege, aber auf den Hupis war das sehr angenehm, hat mir gut gefallen und eine schöne Jugendlichkeit dorthin gegeben. Das hier ist so ein Klassiker, Prei Ageless Throat and Décolletage Cream, also quasi Hals- und Décolleté-Creme. Ich glaube, damit ist bei mir auch alles angefangen, was ich so im Bereich der Hals- und Dekolleté- und Hupi-Pflege gemacht habe, weil da hatte ich schon mal das ein oder andere Pöttchen von. Haben wir ab und an mal in der My Little Box mit drin. Ich mag das sehr gerne. Ist eine schöne Creme tatsächlich. Da musst du eigentlich nicht nochmal eine Bodylotion drüber geben. Aber ja, doppelt gemoppelt hält ja manchmal ein bisschen besser. Mag ich aber sehr gerne leiden. Und es ist halt wirklich, wenn du langfristig diese Partien deines Körpers pflegst, werden sie es dir danken. Glaub mir einfach, probier es eine Weile aus und dann wirst du das Resultat bemerken. Das hier habe ich für meine Mumu leer gemacht. Das stinkt. Stinky, aber gut, habe ich das genannt. Läuft, ne? Ist von
Hokaran Luil, keine Ahnung. Gesicht und Körper, Face and Body Oil. Das ist mit Cannabis Sativa. Siehste. Ja, hat halt gestunken, ne? Bin ich aber mit klar gekommen, denn da unten habe ich keine Nase. Und ja, war gut. Und sowas ist halt immer eine gute Geschichte, weil du, also ich persönlich, ne, sensible, trockene Haut, habe immer Probleme mit Rasierpickelchen, mit eingewachsenen Härchen und so, überall halt. Wenn ich sowas dort verwende, habe ich da weniger Probleme mit, bis gar keine. Wirklich. So, jetzt sind wir bei meinen Oberschenkeln angekommen und da habe ich einmal von Rose Otto das Face Oil verwendet. Da musste ich hier oben erstmal dieses Kugelvieh entfernen, weil es ist ja eigentlich ein Gesichtsrollvieh, aber war mir fürs Gesicht nicht gut, ne, mochte ich nicht gerne leiden. Aber wie gesagt, für die Oberschenkel fand ich das total klasse. Gut, für Beine Roller entfernt habe ich hier auch nochmal draufgeschrieben. Von Balance Me ist das übrigens, es ist nicht günstig, aber trotzdem habe ich es für die Beine verwendet und da hat es mir wirklich gut gefallen und ja, weil ich habe an den Oberschenkelinnenseiten meine Dehnungsfugen, meine Schwangerschaftsstreifen aufgrund von, ich bin zu schnell gewachsen. Ich habe keine Ahnung, warum das trotzdem Schwangerschaftsstreifen heißt, ne? Voll bekloppt. Und ja, außen, bin halt 32 Jahre alt und habe lange Zeit meines Lebens nicht allzu viel Sport getrieben, sodass dort die ein oder andere Eindellung sich bemerkbar macht. Man sieht es jetzt nicht wirklich, es sei denn, ich stelle mich vor den Spiegel und drücke die Haut so komisch zusammen. Ne? Sollte man selten machen, aber ich mache das schon manchmal, weil ich halt bekloppt bin. Dann habe ich auch noch auf meinen Oberschenkeln dieses hier von Ölfaktorisch angewendet. Das kommt aus der Vegan Beauty Basket, glaube ich. Cozy Rose Körperöl. Bio, gut für Beine, Sprayer ist kaputt, genau, dieser Pumper ist kaputt gegangen und dann habe ich das halt abgemacht und dann immer so gekippt. Man muss sich ja irgendwie auch zu helfen wissen, finde ich, ne? Das ist immer wichtig, dass man das dann umfunktionieren kann. So, jetzt kommen wir, apropos Sprayer, zu Raumdüften und da ist irgendwas schiefgelaufen, denn wir haben bei uns im Badezimmer so ein Airwick Rauschsprühvieh und normalerweise brauche ich eine so eine Kartusche pro Monat auf und ich habe hier drei stehen. Entweder habe ich es vercheckt, letzten Monat eine mit reinzupacken, also quasi, dass ich von Dezember hier noch eine stehen habe, dass die kurz danach leer gegangen ist. Oder unser Sprayer ist irgendwie am Ausrasten, keine Ahnung. Am geilsten finden mein Freund und ich nach wie vor diese Airwick Pure Geruchstopp-Technologie frische Wäsche. Das ist eigentlich der geilste Duft, den es gibt. Das ist halt gerade im Badezimmer, da mag man gerne, wenn das Ganze so nach frischer Baumwolle oder sowas riecht. Finde ich immer klasse. Klar, Weihnachten darf das alles mal so ein bisschen ein bisschen weihnachtlich auch duften, deswegen sind wir da auch mal zu traumhafte Vanille gegangen. Das Problem ist hier, dass dieses Ding hier kaputt gegangen ist. Tatsächlich, also hier ist noch was drin, aber du kriegst es nicht mehr. Oh, hä? Er wollte? Ah, das kommt jetzt aber nochmal rein, weil der wollte nicht mehr sprühen, da kam nichts mehr raus. Ja, vielleicht musste ich jetzt einfach nur ein bisschen warten, stelle ich dann zur Seite, dann kommt das wieder in unseren Sprayer rein. Ja, nichts verschwenden hier. Ich war nämlich schon mega sauer und wollte mich hier aufregen, dass das Ding kaputt ist und hier die Hälfte noch gefühlt drin ist. Okay, dann nicht. Dann haben wir halt noch ein weiteres. Das war halt so immer, wenn mein Freund dann ins Bad gekommen ist, dann war das halt so, ja, ich habe Hunger auf Bratapfel, ich habe Hunger auf irgendwelche gebrannten Mandeln oder so, weil das halt Zimtzauber und Bratapfel war. Ja, gewöhnungsbedürftiger Duft, der halt wirklich nur um die Feiertage herum geil ist, ne? Aber gut, ja, hat mir persönlich gut gefallen, er fand das halt zu intensiv, egal. Dann habe ich bei Miss Curly Wax eingekauft letztens. Da habe ich euch auch ein Holz so abgedreht. Also Miss Curly Jen ist hier auf YouTube eine YouTuberin, die auch bei unseren Trashy Mädels mit dabei ist. Und die hat sich eine kleine weitere Selbstständigkeit aufgebaut, indem sie Melts selber gießt und auf ihrer Homepage vertreibt. Da linke ich euch den Satz mal in die Infobox. Ne? Und da habe ich zugeschlagen und zwei habe ich schon aufgebraucht, wobei einer leider nicht so geil war, der andere ist richtig geil. Da habe ich einmal den Dove Dupe, das ist dieser hier, der war nicht gut. Der hat mir echt Kopfschmerzen gemacht, den fand ich nicht gut. Nee, der sehr seifig. Mein Freund fand den jetzt auch nicht so bombastisch. Mag daran liegen, dass wir das halt in der Küche haben und in der Küche das jetzt nicht so gut angekommen ist, weil man da halt eher die Küche ja mit entweder sauber oder Essensdüfte assoziiert, ne? Und weniger halt mit, wobei Seife ist eigentlich schon sauber, ne? Keine Ahnung. Den fanden wir auf jeden Fall nicht so genial. Einer, der uns aber richtig gut gefällt, der jetzt aktuell im Meltwarmer drin ist, ist der Kaffeeduft. Wir sind ja beide so Freaks, was Kaffee angeht. Oh, der riecht so geil. Wobei mein Freund meinte, der riecht auch so ein bisschen noch, ein bisschen, ne? So gebrannte Mandeln, ein bisschen Vanille.
Kann wohl ein bisschen Kakao, sagte er, ist auch noch mit bei vom Duft her. Ich finde den aber einfach genial. Den mag ich richtig gerne leiden. Unser Bett kriegt auch immer ein bisschen was drüber gelegt an Duft. Einfach damit man dann abends dieses Gefühl von, ich steige in ein frisch bezogenes Bett, obwohl es nicht frisch bezogen ist, hat. Da habe ich dieses hier leer gemacht von Durand's Brume d'Oreiller Pillow Perfume, also Kissenparfüm Fleur de Cotte, also quasi Baumwollblüte. Den mochte ich nicht ganz so gerne, weil der irgendwie so was Trockenes mit drin hatte. Ne? Und wenn Düfte halt so was ein bisschen Trockenes mit dabei haben, also es riecht nach Baumwollblüte, aber irgendwie hat er noch irgendwas Trockenmäßiges an sich, keine Ahnung. Das fand ich nicht so ganz bombastisch. Da bin ich halt eher so auf der Seite, wenn etwas nach Baumwollblüte in Kombination mit Lavendel ist, weil da noch so ein bisschen was Vollmundiges mitschwingt im Duft. Oh mein Gott, kann man das sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall diesen Flakon ganz hübsch und süß und hat auch gut funktioniert, ne? Aber nur ist er leer. Nachkaufen würde ich den nicht. So, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und das ist so Sonstiges. Sonstiges ist immer so das, wo ich mir denke, in welche Kategorie soll ich das denn packen? Keine Ahnung. Klar hätte ich auch in den Bereich Körper sauber zum Beispiel diesen Rasierer packen können, aber das sind jetzt halt einfach mal so random Sachen, Tools, keine Ahnung. Balea Men Eco Shave 6 Klingen Rasierer, den habe ich aufgebraucht, beziehungsweise aktuell in Anwendung, aufgebraucht ist gut, aus seiner Verpackung genommen. Das kann jetzt hier auch freundlicherweise in den Papiermüll, finde ich super. Ja, also, ich finde den eigentlich gut. Der rasiert auch schön, aber dieser Griff mit diesem Kork ist echt für ein Poppes. Weil ich weiß nicht, wie lange der halten soll. Der wird nicht lange halten. Da schwöre ich meinen süßen Hintern drauf, dass das nicht lange halten wird, weil das halt so porös sich ja auch anfühlt. Das ist ja halt Kork, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so holzbeschichtet oder sowas oder wie halt Plastik. Und da wir wirklich kalkhaltiges Wasser haben, gehe ich davon aus, dass dieser Rasierer sich irgendwann im Wohlgefallen auflösen wird. Sobald das der Fall sein sollte, werde ich euch dann auch nochmal erzählen. Also bislang hält er. Ja, also finde ich gut, wie gesagt, ne? Da hole ich mir dann auch immer wieder die Klingen für und so. Aber dieses Handvieh, finde ich furchtbar. Ebenfalls von Balea habe ich diese frische Sohlen jetzt aufgebraucht, beziehungsweise das letzte Paar in meine Stiefel gepackt. Finde ich immer gut. Das ist jetzt Größe 39 bis 41. Ich habe Größe 41 und die kommen halt immer in meine Schuhe mit rein. Und ja, weil man hat ja auch irgendwie dann doch ein bisschen Spiel in seinen Schuhen drin und man schwitzt auch mal an den Füßen und so. Und ja, deswegen, da kann ich halt besser immer mal wieder so alle paar Wochen die Sohlen auswechseln, anstatt dass ich die Schuhe in eine Waschmaschine schmeiße oder sowas, was gerade so bei Stiefeln schwierig wird. Und gibt mir ein gutes Gefühl. Ich kaufe sowas immer nach, aber ich habe noch einiges davon im Backup. Finde ich klasse. Die gibt es ja in allen möglichen Varianten. Das ist jetzt die frische Variante. Die gibt es auch in der wärmenden Variante und so. Aber die frische, die mag ich eigentlich immer so am liebsten. Das war jetzt ein neues Produkt, was ich euch auch letztens in meinem DM-Haul gezeigt habe. Nämlich Yessa hat diese Menstruationsslips rausgebracht. Ich habe mir den gekauft, ich glaube in der Größe M. Oder was war das? War das M? Steht das hier irgendwo drauf? Der ist nämlich ein bisschen zu eng. Ja, Größe M. Es ist natürlich gut, wenn die sehr, sehr eng ansitzen, aber sie sollten nicht zu eng sein. Und normalerweise habe ich in Unterblenden die Größe M, hätte hier aber besser die Größe L genommen. Also vielleicht, wenn man sich die holt, drüber nachdenken, weil die werden sich ja auch vielleicht noch ein bisschen zusammenziehen, wenn man die dann doch mal in die Waschmaschine und den Trockner packt, so wie ich das mache. Also da kann ich euch empfehlen, nochmal größer zu holen. Ansonsten gutes Produkt, also den habe ich quasi so an den leichten Tagen genommen und dann kannst du den sowohl über Tag tragen, wenn du dich damit wohlfühlst, als auch nachts. Für mich vor allem nachts eine ganz gute Geschichte, weil da mag ich es weder irgendwas in mir drin zu haben, noch da irgendwie eine dicke Binde vorzuhaben, die verrutschen könnte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach einfacher mit so einem Vieh. Und ja, mag ich sehr gerne. Trage ich echt häufig die Viecher. Ja, Menstruationsunterwäsche und ich, wir sind echt so. Gut, dann habe ich hier noch so ein schickes Tool, was wir in einer Trend Raider Box, glaube ich, drin hatten, von True Morrow Magnethalter Set für Seifen und Shampoos. Das habe ich jetzt hier auch aktuell in Anwendung mit dieser Hanfseife. Finde ich schön, aber also gut finde ich auf jeden Fall, dass du diesen Magnethalter, also diesen Saugnapf, ne, den kann ich einfach so an die Fliesen dran machen und dieses Metallteil, was ja magnetisch zu dem Vieh hier oben ist,
drückt man einfach in das Seifenstück rein. Problem ist, dass dieser Magnet halt so stark ist, dass wenn ich dann das Seifenstück so von der Wand nehme, dass meistens dann quasi dieses harten Vieh da drin hängen bleibt. Egal, ne? Steckt man dann wieder in das Seifenstück rein und fertig ist die Laube. Wollte ich aber angemerkt haben, ansonsten finde ich das klasse, ist super nachhaltig. Und das fliegt dir das Seifenstück nicht ständig durch die Gegend. Sehr gut. Dann habe ich den Jean and Len oder Jean und Len Adventskalender auch geöffnet und dort war diese Soft White Zahnpasta drin. Die hat mir ganz gut gefallen. Doch, ja, also war sehr, sehr mild. Ne? Also für Leute, die es gerne mögen, dass man mega krass irgendwie dieses frische Gefühl hat oder so, ist die Zahnpasta nichts. Aber ich kann mich jetzt so nicht beschweren, dass meine Zähne nicht dadurch sauber werden würden, denn das hat sie jetzt die letzten ein, zwei Monate ganz gut gemacht. Ja, so, das war das letzte Produkt und das war es jetzt hier auch mit dem Aufgebrauch-Video, Leute. Es ist einiges gewesen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu schneiden, damit ihr dann auch morgen das Video passend seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt du zuletzt aufgebraucht hast. Vielleicht aus dem Bereich Beauty, vielleicht aus dem Bereich Haushalt, was dir so einfällt. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.